Jo, meine lieben Freunde, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen One Piece 1000 Storm Video. Eigentlich war von meiner Seite nichts geplant zu dem neuen Zoro und Tashigi Banner, aber einige Zuschauer haben mir auf jeden Fall ihre Puls zugeschickt. Wenn ihr das auch mal gerne machen wollt, mich einfach über Discord oder Twitter anschreiben. An dieser Stelle erstmal vielen Dank an den guten Andy, Edias und Kevin, die mir ihre Puls zugeschickt haben und dadurch das möglich gemacht haben, dass ich überhaupt hier dieses Video aufnehmen kann. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und schauen uns dann ihre Puls an. Hoffen auf jeden Fall, dass sie was Gutes gezogen haben. Und ich glaube, der gute Kevin hat, glaube ich, auch noch sein Außenmikrofon aufgenommen. Kann sein, wenn wir komische Geräusche hören, dass sie von ihm stammen. Im Notfall schneide ich sowas raus, wenn es ganz komisch wird. Aber ich glaube, man wird da nichts hören. Er beginnt auf jeden Fall mit dem Timeskip Ruffy bei dem Festival, was gut ist. Es laggt zwar etwas, aber... Nee, läuft wieder flüssig, Leute. Frankies Fähigkeit vom Anniversary, krass. Er bekommt auf jeden Fall eine garantierte goldene. Das ist ja schon mal wegen dem Timeskip Ruffy abzusehen. Dann kriegt er Tashigis Fähigkeit in Silber. Auf jeden Fall nice, weil ich glaube, also er wollte auch auf Tashigi gehen und nicht auf Zoro. So wie ich das noch in Erinnerung habe. Dann natürlich noch die andere Fähigkeit von Tashigi. Also es ist schon mal mega gut. Jetzt noch die Ulti in Gold von Tashigi und perfekt. Das wär's dann halt wirklich. Dann in dem einen Multi hast du dann einfach alles für Tashigi abgeräumt. Und? Okay, jetzt Zoros Ashura. Krass, ist aber auch nicht schlecht. Ich persönlich muss als Zoro-Spieler sagen, ich weiß nicht, Ashura sieht zwar cool aus, aber finde ich von den Ultis am schwächsten. Da die keine so große Fläche einnimmt und da die halt im Vergleich zu den anderen auch nicht so viel Schaden macht. Aber wenn man neu anfängt und einen starken Zoro haben will, kann man natürlich auch Ashura spielen. So ist es nicht. Multi Nummer 2. Es sind aber einige goldene Teleschnecken dabei gewesen. Okay, wie viel für Zoro. Das ist immer eklig, wenn man die silbernen Fähigkeiten mehrfach zieht. Und wir kriegen hier eine neue goldene Karte. Jetzt wird Tashigi, jetzt muss Tashigi, glaube ich, dabei sein. Ich weiß gerade gar nicht, wer noch gefeatured ist bei Zoro und Tashigi. Ich glaube, Chopper. Was habe ich gerade gesagt? Chopper. Und da kommt auch schon seine Ulti. Leute, die Ani-Ulti von Chopper, unfassbar cool. Die würde ich auch noch gerne haben. Dann hat er nochmal Zoros Ashura bekommen. Zwei goldene in einem Timeskip Ruffy, in einem normalen Multi von dem Ruffy halt ist auch ordentlich. Also der Multi war auch nicht schlecht, muss man an dieser Stelle auch sagen. Vor allem dann nochmal... die Ulti von Zoro in Silber beide. Aber Chopper ist echt cool. Würde ich auch gerne spielen als Support. Meiner Meinung nach mit Reijo am die besten Supports. Und Perona halt noch. Ich glaube, das war sein letzter Multi-Shit. Also ich hoffe, er kriegt noch Tashigi in Gold. Also die Ulti. Wäre sonst ziemlich belastend. Und... Ne, wieder was Silbernes. Wieder was von Frankie, eine Fähigkeit. Und zu guter Letzt wieder Zoro. Aki, ich glaube, er zieht jetzt, glaube noch, macht, glaube noch Single Pulse. Kann das sein? Ja, er macht noch ein paar Single Pulse mit den letzten 20 Coins. Das wird eine Bronze, ne? Das sieht man immer an der Teleschnecke, Leute. Wenn die Teleschnecke Gold ist, wird es entweder Silber oder Gold. Und wenn die dann so ein bisschen bräunlich ist, dann weiß man, dass es eine Bronze oder Silberne wird. Ja, wieder Bronze. Ja, Singles sind halt echt schwierig. Man kann ein Singles oder zwei machen, hat man was Goldenes. Oder man kann auch Pech haben und zieht die ganze Zeit nur bronzenes Zeug. Und hin und wieder eine silberne Fähigkeit. Okay, goldene Teleschnecke. Animation. Nice, wird eine neue Ulti. Es kann nur Tashigi sein. Außer er zieht die von Zoro vom Anniversary, die er noch nicht in Gold hatte. Und? Ja, stark. Tashigis Ulti. Hammer. Auf jeden Fall Glückwunsch an dieser Stelle, dass du es aus dem Single noch gepult hast, Mensch. Geile Sache. Hab natürlich auch noch bei Ruffy und Shanks Singles gemacht, aber da kam leider nichts mehr in Gold oder so. War nur noch Silber, Bronze, Stuff. Ja, das war's auch. Aber du hast auf jeden Fall noch die Ulti am Ende bekommen. Hast, glaub, fast alle Ultis aus dem Banner bekommen. Mit drei Multis und ein paar Singles kannst du auf jeden Fall zufrieden sein. Wir machen weiter mit Edias, Freunde.
Und er wird, glaube ich, auch drei Multis machen, so wie es aussieht. Wenn ich jetzt die Rainbow Coins anschaue. Er will natürlich auch die Ulti von Tashigi, also Freunde Tashigi. Ich hätte es echt nicht gedacht, dass sie am Anfang, als sie am Anfang rauskam, dass sie halt wirklich so heftig ist. Aber vom Schnitt-Element sind halt ist halt Tashigi und Zoro wirklich gerade an der Spitze. Und weil die halt so eine kurze Abklingzeit hat als Assassine, kann man wirklich die Ulti spammen. Und in einigen Raids wird die halt echt gut geboostet. Okay, wir kriegen die erste Animation bei Idias. Ich glaube, das war Zoro, oder? War das Tashigi? Ich habe mir die Schrift jetzt nicht gemerkt. Und nice, es ist Tashigi. Hammer. Geil, direkt im ersten Multi. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, Mensch. Aber der Rest ist halt einfach Bronze. Okay, die letzte wird noch Silber. Vielleicht eine Fähigkeit von ihr. Ne, es ist Ashura in Silber. Multi Nummer 2 mit dem Dressrosa Ruffy. Alter Idiot, das ist doch nicht mehr normal. Krass. Heftige Sache, ey. Also jetzt wird es hier richtig heftiges Zeug regnen. Animation, ich weiß nicht, ob es Chopper sein wird oder Zoro, Ashura. Es ist Chopper. Holy shit. Geil. Ich sag euch zwei, Kevin und Edias, levelt auf jeden Fall euren Chopper. Geht auf 8 Sterne. Muss man auf jeden Fall spielen. Wenn man seine Ulti hat, die neue. Dann nochmal Tashigi Ulti in Gold und in Silber. Nochmal eine neue Animation. Hammer Multi, Alter. Krass. Mega geil. Ich freue mich gerade übelst für dich. Im Festival Dressrosa, Leute, das kann nur geil sein. Dann noch die alte Ulti von Tashigi in Gold. Mega, mega stark. Und nochmal in Silber. Echt, muss man auf jeden Fall direkt screenshotten. Krass, krass. Also wie gesagt, die Raids bei den Festivals sind echt schwer. Sind echt mega niedrig, da goldene Karten zu ziehen. Aber wenn man goldene zieht, dann ist man halt, wie gesagt, das hatte ich auch schon in den letzten Videos erwähnt, dann hat man halt wirklich nur diese Ultis. Und wenn man dann Dressrosa kriegt, der dir einfach zwei goldene garantiert, dann hast du echt ausgesorgt. Okay, der sieht jetzt nicht so gut aus. Viel Bronze und silbernes Zeug. Aber schlussendlich sogar noch die Silberfähigkeit von Tashigi. Jetzt hast du beide Fähigkeiten, beide Ultis von Tashigi. Mehr wolltest du, glaub nicht. Du hast halt echt noch viel Zoro bekommen. Aber krass. Hammer. Also so muss es echt immer sein. Zwei, drei Multis und man kriegt alles zu dem Charakter. Hoffen mal, so wird es bei mir auch und bei einigen von euch auch mal aussehen. Mach jetzt ein bisschen leiser, weil die Lautstärke, glaube ich, zu laut war. Wir machen weiter mit Andy. Er hat 540 Coins. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst, ob er wirklich komplett alle raushauen wird. Das Video geht 8 Minuten. Bin gespannt, Freunde, bin gespannt. Ich werde es wahrscheinlich immer so ein bisschen zusammenschneiden, dass man nicht zu lange warten muss. Und dann immer eben kurz die Puls einblenden. Okay, wir legen los mit dem Standard-Ruffy. Okay, sieht nicht so gut aus bis jetzt. Damit. Tashigi ist Fähigkeit schon mal. Freunde, ich ziehe hier ganz kurz die Bildschirmaufnahme ein bisschen größer, dass man nicht so ätzende schwarze Balken hat. So. Ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen besser. Genau. Also jeder, ihr habt schon gesehen, jeder hat so ein bisschen seine Tricks, was er da macht. Manche tippen auf die Karte, manche swippen dadurch. Keine Ahnung, ob das wirklich was bringt. Ihr könnt selber für euch entscheiden. Und bei Edias habe ich auf jeden Fall gesehen, dass es doch was bringt. Ich weiß nicht, wie es bei Andy aussehen wird. Oh, diese ganzen bronzenen Karten. Das war auch wieder ein Trash-Multi. Shit. Sah bis jetzt nicht so gut aus. Es sind wieder kaum. Ja, es sind wieder Bronze. Alter, was ist. Was? Was? Was?
wollte gerade schon sagen, 9 bronzene, eine silberne. What the fuck? Also es sind kaum goldene Teleschnecken dabei, da war gerade jetzt eine einzige dabei hier bei dem Multi. Wieder der Standard Ruffy. Oh, das wird mich so abkotzen, Freunde. Wieder nur eine oder zwei goldene. Ja, das ist jetzt wieder der komplette Regen an bronzenen Karten. Wie das mir leid tut für Andi. Oh je. Okay, du kriegst halt immerhin die ganze Zeit Tashigi noch in Silber oder so. Du musst sie aber noch in Gold pullen, sonst bringt's halt nicht wirklich was. Weil dann kannst du die ganzen Silbernen in die Goldene reinmachen. Wieder der Standard-Rock. Alter, das ist... Läuft nicht gut. Läuft auf jeden Fall nicht so gut. Vor allem, Leute, so viel Rainbow Coins anzusparen oder allgemein zu bekommen, dauert immer ewig und ihr seht, wie schnell die Flöten gehen. Die Multis gehen hier in Sekunden vorbei. Und da kommt nichts Ordentliches dabei raus. So kann es natürlich auch laufen. Okay, er hat Zorros Ulti in Gold bekommen, immerhin. Die hatte er zwar schon, kann die jetzt aber leveln. Die vom Anniversary war das, glaube ich. Die ist natürlich auch nicht schlecht. Beziehungsweise meiner Meinung nach die vom Damage her bei Zoro die beste. Und zu guter Letzt immer diese Tashigi Ulti in Silber. Alter, das kann es doch nicht geben. Was geht denn hier ab? Oh mein Gott. Okay, endlich. Endlich kriegen wir mal eine Animation hier für den guten Andi. Also ich glaube, ich weiß nicht, Hand aufs Herz, hat es euch schon mal so hart erwischt? Mich schon einige Male, aber so extrem. Okay, er kriegt Tashigis EX-Ulti. Endlich. Aber das ist echt bitter. Ich glaube, 350 Coins sind jetzt schon weg und da war bis jetzt nur ein oder zwei Goldene drunter. Das ist wirklich krass. Das sind halt die Festival Raids, Leute, habe ich angesprochen. Nice, endlich den Dressrosa Ruffy. Als kleiner Trost hier. Okay, er kriegt die andere Ulti von Tashigi, denke ich. Oder es wird Chopper sein. Doch, es ist Chopper. Es ist Chopper, oder? Nee, es ist... Lol, ich kann mir die Zeichen überhaupt nicht merken. Es ist Tashigis Ulti, aber freut mich jetzt für dich, weil da hast du bei den Gold, kannst die ganzen Silbernen nochmal in Gold und nochmal Zoros Ulti vom Ani in Gold. Also da kannst du die ganzen silbernen Karten reintun, kannst die leveln. Schreib mir echt gerne mal in die Kommentare oder auf Discord, auf welchem Level du die Ultis auf jeden Fall jetzt hast. Und den Timeskip. Also jetzt denke ich, dass deine Pechsträhne vom Anfang auf jeden Fall gebrochen wurde. Wurde aber auch auf jeden Fall mal Zeit, ey. Also jetzt muss es Chopper sein, Freunde, wenn jetzt was anderes kommt. Oder es ist Ashura. Ich will mich gar nicht drauf festlageln. Oh Mann. Ja, es ist Ashura. Stark. Nochmal Tashigi in Gold. Ich glaube, das wird der letzte Multi sein. Weil dann hat er noch 40 und ich würde die einfach aufsparen, um bei einem der anderen Festival-Banner pullen. Oder er macht Singles, ich weiß es nicht. Und wieder der Dressrosa. Geil. Auf jeden Fall verdient, Leute. Müsst ihr ihm gönnen. Weil das, was er da anfangs bekommen hat, war einfach nur scheiße. Nice. Es wäre halt schon mega bitter gewesen. Bock, nochmal zweimal Ashura in Gold bekommen, einfach hintereinander. Wäre echt mega bitter gewesen, wenn er ununterbrochen hier einfach nur diesen Standard-Ruffy bekommen hätte. Das wäre echt die Hölle gewesen, denke ich. Okay, er macht sogar noch Single Pulse. Hätte ich an deiner Stelle eigentlich nicht gemacht. Aber er will wahrscheinlich die Chance hier nutzen, um so hoch wie möglich die Ultis zu bekommen. Leute, an dieser Stelle habe ich einen kleinen Cut gemacht, weil bisher kam echt nur Bronze aus den Singles. Da kam echt nichts Gutes. Meiner Meinung nach an dieser Stelle echt gewastet, die 40 Coins. Hättest noch sparen sollen, 10 Rainbow Coins ansparen sollen für die 50, um dann Multi zu machen. Aber sei es drum, ihr habt auf jeden Fall, denke ich, alle das Bestmögliche aus dem Banner bekommen. Also alle drei Kandidaten haben, glaube ich, das bekommen, was sie wollten zu Tashigi und zu Zoro. Und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, Leute, was ihr dazu sagt. Was ist so eure Meinung dazu? Ich muss echt sagen, es war krass.
alle drei können sich lucky schätzen. Bei Andy war es am Anfang echt ein bisschen hart, muss man auch an dieser Stelle auch sagen. War echt krass, aber gegen Ende hat sich's auf jeden Fall verbessert. Und ansonsten bedanke ich mich nochmal am Ende an die drei Kandidaten, dass sie, wie gesagt, dieses Video hier möglich gemacht haben. Und ja, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schaut gerne auf dem Discord-Server vorbei und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Mautoxi. Ciao!